Die Kärntner mit Marco Knaller im Tor. Er hat alle Cup-Spiele bestritten, bekommt auch diesmal den Vorzug gegenüber Stammtormann Christian Dobnik. Boris Hüttenbrenner ersetzt den gesperrten Polvarino. Bestens gelaunt Austria-Wien-Trainer Peter Stöger. Er bringt vier neue. Die 0-4-Niederlage zu Hause vor 11 Tagen ist für ihn abgehakt. Der WRC beginnt blitzartig. Nach 2 Minuten Manuel Kerche. Antritt schnell und die Flanke auf Top Zagic. Der erste Aufreger gleich zu Beginn. Der Tabellenführer kommt immer wieder über die rechte Seite. Da schwächelt der WRC etwas. Ideal der Pass von Alexander Grünwald auf Philipp Hosina. Er versucht es knapp von der Cornerlinie und zur Überraschung aller der Ball im Netz. Austria Wien mit 1:0 voran. Aus dieser Kameraposition sieht man es ganz genau. Nenad Jovanovic fälscht den Ball mit der Schulter ab. Unhaltbar für Knaller. Austria Wien jetzt noch sicherer. Der WRC etwas außer Tritt, wirkt geschockt. Philipp Hosina, der fast nicht zu halten ist, diesmal über links. Und Marco Knaller mit einer Glanzparade. Zur Pause Austria Wien in Wolfsberg mit 1:0 voran. Nach dem Wechsel findet der WRC besser ins Spiel. Die Partie im Gesamten sehr abwechslungsreich. Jacobo und Heinz Lindner mit der Abwehr. Der WRC drängt jetzt auf den Ausgleich. Die Austria kontert. Fabian Koch, Querpass und Alexander Grünwald mit dem 2:0. Gespielt sind 66 Minuten. Der Abwehrversuch von Christian Donhofer misslingt völlig. Er behindert eher seinen Torhüter Knaller. Die Kärntner geben aber nicht auf. Michael Lindl, Freistoß. Und Heinz Lindner, herrlich seine Parade. Springt ins Kreuzig, wehrt den Baller. Gleich darauf Sandro Zaccani, gut 30 Meter die Entfernung, der Ball durch Freund und Feind, landet aber nur am Pfosten. Pech für den WRC. Die Austria spielt vorsichtig, aber wenn sie nach vorne kommt, dann bleibt sie gefährlich. Alexander Gorgon und Zaccani, der Stürmer, hilft hinten aus. Der WRC versucht es jetzt mit der Brechstange, bringt die Bälle hoch zur Mitte. Ruben Rivera macht es noch einmal spannend. Anschlusstreffer, 1:2, der 6. Cup-Treffer für den Spanier. Und das 7 Minuten vor dem Ende. Geht da noch was beim WRC? Eine Situation hat es in sich. Da reklamieren die Kärntner einen Foul an Top Zagic im Strafraum. Aber die Entscheidung des Schiedsrichters völlig richtig. Es war nichts. In der Nachspielzeit ein letzter verzweifelter Versuch von Top Zagic. Es bleibt aber beim 2:1 Sieg der Austria. Die Interviews von Tono Hönigmann. Die Leistung war sehr gut von meiner Warte aus. Wir sind mit der Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe gehabt im Viertelfinale mit WRC auswärts und deswegen sind wir sehr glücklich. Haben wir noch Spiel spannend gemacht, hätten wir auch zweite Tor schießen können, aber glaube, dass so 2:1 geht in Ordnung. Was wir gesehen haben auf dem Platz, ist Austria absolut verdient weiter. Ein fairer Verlierer gratuliert. Der WRC ist ausgeschieden. Austria Wien steht im Cup-Halbfinale.